liebe zahlreich anwesende Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Zuschauer bei FCK-TV. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am morgigen Mittwoch zur fußballuntypischen Anstoßzeit von 17.30 Uhr. Ich begrüße hier oben FCK-Sportdirektor Markus Schupp, unseren Cheftrainer Kostas Runjajic und Mittelfeldspieler Karim Mahmoud. Bevor wir zum Spiel morgen kommen, noch ein paar Zahlen. Wir konnten bisher fürs morgige Spiel gegen Union trotz der Anstoßzeit 28.500 Tickets an den Mann und die Frau bringen. Es rechnen also mit rund 30.000 Zuschauern. Fürs Heimspiel gegen den darauffolgenden Heimspiel gegen den KSC stand jetzt 26.000 Tickets verkauft. Für die Auswärtspartie dazwischen am Montagabend in Nürnberg bisher 860 Karten an FCK-Fans abgesetzt. Da, denke ich mal, kommen noch ein paar mehr dazu. Schiedsrichter der morgigen Begegnung ist Florian Mayer, FIFA-Schiedsrichter. Das letzte Spiel mit FCK-Beteiligung war vergangene Saisonspiel in Bochum, entstand damals 0:0. Dann kommen wir zur Partie morgen. Markus, du hast ja angekündigt, ein Ziel des FCK in der Saison ist es, junge Spieler zu fördern, zu fordern und zu entwickeln. Gehört zu so einer Entwicklung auch mal eine Niederlage? Und der Umgang damit, ist es auch was, was man lernen muss und was die Mannschaft jetzt lernen musste und konnte? Ja, guten Tag zusammen. Erstmal, ich glaube, nicht zwingend gehören Niederlagen dazu, aber sie sind beim Sport halt auch alltäglich und wir bräuchten sie nicht unbedingt, aber bekanntlich lernt man aus Niederlagen doch mehr als aus positiven Resultaten. Dann ist man immer gut gelaunt und fröhlich und kommt schnell zum nächsten Thema und nach Niederlagen, gerade nach solch einer, die wir jetzt am Wochenende uns zugeführt oder die wir uns selbst zugeführt haben, das tut schon sehr, sehr weh. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht bei einer sehr heimstarken oder bei der heimstärksten Mannschaft momentan. Haben uns sehr, sehr gut verkauft und also in vielen Bereichen. Wir haben sehr viel Ballbesitz, Zweikampfstärke demonstriert, wir haben einen tollen Spielaufbau gehabt, wir haben Chancen herausgespielt, also wirklich tolle Kombinationen gehabt im Spiel und auch viele Chancen herausgespielt, die wir natürlich, das wissen wir, nicht in allerletzter Konsequenz dann mit dieser Gier dann genutzt haben, aber das gehört für mich auch dazu, dass wir in diesen Momenten noch nicht so ganz reif sind. Und wir wissen das, dass das noch ein bisschen Zeit benötigt. Ich hätte mir gewünscht, dass, oder glaube nicht nur ich, auch Costa, dass da unsere, dass wir da eine bessere Balance im Spiel haben. Jetzt spreche ich ein bisschen unsere erfahrenen Spieler an, die da noch mehr Einfluss nehmen auf so ein Spiel, auf so einen Verlauf des Spiels mit ihrer Präsenz auf dem Spielfeld. Karim sitzt hier ein paar Meter weiter weg neben uns, mit dem habe ich gerade noch darüber gesprochen auch, ja, dass wir das von unseren jungen Spielern nicht immer verlangen können und dass da die Älteren wie Karim, wie Tobi, ja, wie Markus Karl, wie Lucky da noch mehr Einfluss nehmen müssen. Chris Löwe auch. Ja? Solche Gegentore, die wir bekommen, sind absolut vermeidbar. Und da haben wir uns, die haben wir uns ja selbst gemacht. Ich meine, dass Willi Orban dieses Missgeschick nochmal passiert, ich glaube, das wird einige Jahre dauern, wenn überhaupt. Der wird aus diesem Missgeschick sehr schnell lernen. Er hatte in dem Moment hat er die falsche Entscheidung getroffen. Aber Willi hat bis dahin ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht aber vielmehr im Magen liegt mir das zweite Tor, wie das entsteht, wie viel Zeit vergeht, bis wir den Spieler Blädel, der die Flanke geschlagen hat, oder wie viel Zeit vergeht, bis wir diese Flanke hätten unterbinden können. Chancen wären gefühlt eine Minute gewesen und das haben wir versäumt und verlieren dann am Ende so ein Spiel und fahren betröppelt nach Hause. Das tut sehr weh. Trotzdem, und da differenziere ich
zwischen Resultat und auch der sportlichen Entwicklung jedes Einzelnen und der Leistungsbereitschaft war das wieder von den meisten ein Schritt nach vorne. Ja, und wir bleiben unserer Linie treu. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Die Jungs sind sehr selbstbewusst aufgetreten und der Trainer hat das Spiel sehr, sehr gut analysiert, auch mit der Mannschaft gestern. Und wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und morgen wird die Mannschaft wieder zu 100% bereit sein. Und wir freuen uns alle auf dieses Spiel morgen. Dankeschön, Markus Schupp. Costa, Markus hat es gesagt, die richtigen Schlüsse ziehen. Jetzt gab es in Fürth die erste Niederlage. Was kann man aus dem Spiel denn noch mitnehmen im Hinblick auf die morgige Partie gegen Union Berlin? Ja, zunächst, dass wir ein richtig gutes Spiel gezeigt haben, auswärts, dass wir uns kontinuierlich in den letzten Wochen in der Spielanlage entwickelt haben, dass wir weiterhin die Idee, die wir verfolgen, auch auf dem Platz zeigen, alle zusammen. Und es war sehr enttäuschend, diese Niederlage, weil sie absolut unnötig war und die Tore aus individuellen Fehlern entstanden sind. Das kann man auch nur bedingt trainieren, das sprechen wir aber immer wieder an. Wir visualisieren, wir zeigen, wir besprechen das an der Tafel. Wir sind auch sicherlich, und ich in meiner Person auch in der Kabine sehr direkt. Und ich glaube, dass dieser Prozess einfach weiter vorangetrieben werden muss und wir auch geduldig sein müssen und auch solche Fehler nicht mit einberechnen, aber solche Fehler auch dann akzeptieren müssen. Letztendlich bringt es auch nichts weiter, großartig sich jetzt darüber Gedanken machen. Wir haben uns viele gute Szenen angeschaut aus dem Spiel gegen Fürth und werden mit einem guten Gefühl und mit sicherlich einer guten Aggressivität und mit der entsprechenden Einstellung morgen in das Spiel gehen. Wir suchen, unsere Heimstärke zu bestätigen und hier die Punkte zu lassen. Ich glaube, auch unser Umfeld hat das auch akzeptiert und gesehen, die Fans, die im Stadion waren, dass wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Und die Jungs haben entsprechendes auch Feedback bekommen. Danke, Costa. Karim, jetzt haben wir lang genug zurückgeschaut auf das Spiel. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Vergessen wir mal die Partie in Fürth. Morgen Heimspiel Union Berlin. Was habt ihr als Mannschaft euch für die Partie morgen vorgenommen? Wie wollt ihr in das Spiel gehen? Ganz einfach. Wir wollen die Punkte holen, was wir nicht in Fürth genommen haben. Und einfach so gewinnen, also uns gut präsentiert und unsere Basis abrufen. Und wir wissen, dass wenn wir so gut spielen, danach die Ergebnis wird von alleine kommen. Und deswegen, dass wir haben lange analysiert, dieses Spiel in Fürth. Und wir wollen wieder punkten.